Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Jürgen Klopp Trainerkarriere. Wir springen direkt mal rein ins Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester City. Und diese bestreiten wir natürlich gegen Manchester City, die hier mit einer 4-3-3-Formation auflaufen werden. Und wir beginnen hier mit unserer Top 11. Bis auf Phil Foden, der hat ja in der letzten Folge eine rote Karte bekommen, was natürlich bitter ist. Dafür kommt aber Nicolas Kühn, der ist ja ebenfalls sehr, sehr gut drauf. Valverde kommt ebenfalls mit, Kaiser macht auch eine Pause, dafür kommt Clark mit, Hanko wird ersetzt durch King und Riedel ersetzt Moura, denn der Rest ist ebenfalls ja ausdauerbedingt ziemlich schlecht mit dabei. Und damit gehen wir jetzt rein in diese Partie in der Allianz Arena und möchten natürlich hier gewinnen, denn das Hinspiel ging ja 3:3 aus. Maximilian Bayer am Ball, lockt jetzt hier Araujo raus. Der Ball kommt hoch auf Jamal Musiala und der mit seinem Fallzieher trifft auch noch. Sein Fallzieher kam jetzt und wir treffen. Dritte Spielminute 1:0 und im Gesamtergebnis steht es jetzt 4:3. Freistoß für City. Die Engländer stehen jetzt hier bereit zusammen mit Erling Haaland und Haaland täuscht an. Der zweite legt auf. Mpong nimmt sich den Ball, rennt jetzt hier komplett vorbei an den Verteidiger und möchte auch hier diesen Konter ausnutzen. Immer noch Jeremy Frimpong, der hier komplett durchrennt. Frimpong scheitert. Nicolas Kühn versucht es jetzt hier über den Flügel und da läuft er auch weiterhin entlang. Wird erstmal nicht aufgehalten. Immer noch Nicolas Kühn findet Iran Kunda. Der bekommt ihn, der trifft in der 39. Spielminute und dadurch bauen wir unsere Führung auf 2 Toren. Jetzt City im Angriff komplett frei und Kaiser ist aber da. Eckball für City. Jack Grealish fährt ihn aus. Arnold ist hier direkt da, um Druck zu machen, hat hier seine leichten Probleme, macht aber weiterhin Druck und konnte ihn erobern. Dadurch jetzt vielleicht die Kontermöglichkeit für uns. Arnold wartet jetzt und zwar auf Iran Kunda. Jetzt schickt er Iran Kunda über den Flügel entlang. Iran Kunda bekommt ihn. Iran Kunda läuft weiterhin. Immer noch Iran Kunda vorbei. Iran Kunda scheitert. Von hinten kommt der Schuss und dann trifft Jamal Musiala. Nicolas Kühn versucht es jetzt hier über den Flügel mit diesem Lauf. Immer noch Kühn am Ball. Kühn findet Jamal und der scheitert an. Ja, der Abwehrglanz und dann kommt er aber nochmal zum Schuss. Somit steht es jetzt 4:0. Jetzt kommt City, De Ligt muss aufpassen und Van der Ven auch und dann kommt leider in der Nachspielzeit das Gegentor. 90 Spielminuten sind vorbei, damit ist es offiziell. Wir sind im Viertelfinale der Champions League und das wegen dieser absurd starken Leistung. Wir haben Manchester City vernichtet mit einem Spielergebnis von 4:1 und zudem hat das fast im Alleingang Jamal Musiala getätigt, denn der hat seinen Hattrick vollzogen. Und auch die nächste Partie gewinnen wir gegen Bayern 04 Leverkusen mit 2:1 dank Iran Kunda und Phil Foden. Und auch gegen den VfL Wolfsburg gewinnen wir dank Jamal Musiala und Iran Kunda. Nach den Bayern-Spielen sind wir jetzt bei der Länderspielpause. Wieder sind es Testspiele, bevor wir das aber machen. Schauen wir gemeinsam nochmal auf die Tabelle, die uns jetzt hier bevorsteht. Wir sind in der Bundesliga auf Platz 1 mit 9 Punkten Vorsprung auf RB Leipzig. Danach kommt Wolfsburg, Dortmund, Leverkusen und der VfB Stuttgart. Im DFB-Pokal sind wir noch vertreten und spielen gegen Hoffenheim und Darmstadt spielt gegen Union. Das wissen wir ja schon aus der letzten Folge. Aber was wir nicht wissen, ist der nächste Gegner in der Champions League. Hier haben wir ein deutsches Duell. Im Viertelfinale, wir treffen auf Bayer 04 Leverkusen. Damit wissen wir auf jeden Fall, dass ein deutsches Team im Halbfinale steht. Ich hoffe natürlich, dass es wir sind. Celtic trifft auf Inter Mailand, Arsenal auf Lille und Juventus Turin auf den ersten FC Köln. Das heißt, 3 deutsche Teams sind noch drin, was ziemlich stark ist. Und jetzt kümmern wir uns erstmal darum, gut auszusehen bei der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine. Die beginnen hier mit einer 4-2-3-1-Formation und wir beginnen natürlich mit unserer absoluten Top 11 bis auf Musiala und Karim Adeyemi. Die sind nämlich beide sehr doll angeschlagen. Dafür darf Bamba mit, Kühn darf ebenfalls Adeyemi ersetzen. Und dann, ja, würde ich sagen, gehen wir rein mit diesem Kader. Und Rui Traoré wurde das erste Mal nominiert. Er wird auch direkt mal auf die Bank eingesetzt. Und dann gehen wir rein in die Höhepunkte. Somit sind wir jetzt da. 9. Spielminute. Gelegenheit zur Flanke über Nicolas Kühn. Und der könnte vielleicht direkt mal Moukoko sehen. Das sieht er auch. Moukoko! Richtig enge Torhüter kommt noch dazwischen. Yes, Alleingang in der 37. Spielminute. Weiterhin steht es
0 zu 0. Moukoko fängt an zu sprinten, ist natürlich schnell, kommt hier auch sehr gut vorbei. Yusu Famukoku trifft, 36. Spielminute, 1-0, jetzt Deutschland. Somit gehen wir jetzt rein in die 71. Spielminute und weiterhin steht es 1-0 und Moukoko hat wieder einen Alleingang. Moukoko zieht aber nochmal zurück, findet jetzt Florian Wirtz lossprinten, Wirtz kann sich aber nicht durchsetzen, dafür ist das ein Foulspiel. Wirtz steht jetzt hier bereit für diesen Freistoß. Florian Wirtz zieht ab, Florian Wirtz, Traumtor per Freistoß und damit machen wir Tor Nummer 2 für die deutsche Nationalmannschaft. Danach ist auch die Partie vorbei, wir kassieren nochmal einen Gegentreffer und damit steht es am Ende 2-1, wir gewinnen in Leipzig. Die nächste Partie spielen wir gegen Island und da bin ich ehrlich, können wir schnell simulieren. Sie beginnen hier mit einer 4-1-4-1-Formation, wir beginnen natürlich mit unserer Top 11. Damit gehen wir rein in die Schnellsimulation und verlieren leider mit 2-1. Adeyemi trifft, aber wir kassieren leider 2 Gegentore. Wir sind zurück bei dem FC Bayern München und jetzt wird es ernst. Wir können unseren Vorsprung auf 12 Punkte machen in der Bundesliga, wenn wir gewinnen gegen RB Leipzig. Das ist nämlich der nächste Gegner und sie spielen hier mit einer 4-2-2-2-Formation und wir betreten natürlich mit unserer gewohnten Formation auf, als auch Startaufstellung bis auf in der Verteidigung. Hanko darf nämlich von Anfang an beginnen. Van der Ven macht eine Pause. Hanko möchte gerne eingesetzt werden. Das bekommt er auch gerne. Und zudem darf Keller mit. Und zwar Firth Djorkaeff. Der hat ein bisschen nachgelassen von seiner Konzentration. Auch Mara macht Pause. Posch hat mich ziemlich überzeugt. Deswegen darf er gerne mitkommen. Und Boot kommt mit. Wird zwar nicht eingesetzt. Und Kuhn höchstwahrscheinlich ebenfalls. Und damit gehen wir jetzt rein in dieses Spitzenspiel in der Allianz Arena. Arnold findet Phil Foden. Der bekommt den Ball. Foden geht hier schön vorbei. Immer noch Phil Foden am Ball. Foden findet Reiz. Reiz hat ihn, Reiz geht vorbei, Reiz zieht ab, Reiz trifft, 12. Spielminute, 1-0, jetzt der Spielstand. Phil Foden über den Flügel für uns, Foden auf Maximilian Bayer und das war gefährlich, der Torhüter ist aber leider da. Phil Foden über den Flügel für den FC Bayern München, Foden gegen Klostermann, Foden hat ihn immer noch, Foden zieht einfach mal ab aus diesem Spitzenwinkel und trifft in der 24. Spielminute. Jeremy Frimpong über den Flügel. Frimpong kommt gut vorbei. Frimpong auf Jamal, der trifft, aber anscheinend war es abseits in der 38. Spielminute. Somit ist es kein zählbares Tor. Jetzt kommt RB Leipzig. Frimpong mit den Fehler. Hanko auch. Kaiser ist da. Freistoß für die Leipziger. Die Kathedrale bringt ihn nach vorne. Da ist alles frei und die Latte rettet. Boden jetzt am Ball. Dribbelt sich erstmal vorbei, fällt Boden, scheitert. Jetzt kommt Leipzig. Leipzig kommt jetzt auch ziemlich gut. Frimpong kann ihn nicht aufhalten, Hanko auch nicht und Kaiser aber mit einer Glanztat. Will Foden jetzt mit diesem Vormarsch. Foden findet Posch, das war kein Abseits. Posch komplett durch. Posch trifft in der Nachspielzeit. Somit jetzt der Spielstand 3-0 und das ist definitiv die Entscheidung. Nach dem Tor ist auch diese Partie vorbei. Wir gewinnen souverän mit 3-0 und bauen dadurch unseren Vorsprung auf 12 Punkte auf. Wer soll uns da noch aufhalten? Die nächste Partie ist im DFB-Pokal gegen TSG Hoffenheim. Sie treten hier mit einer 5-3-2-Formation auf. Wir treten natürlich mit unserer 4-2-3-1-Formation auf, aber werden einiges ändern, denn ein bisschen B11-lastig wird es jetzt schon. So sieht jetzt unsere Elf aus. Zum einen darf Bosch von Anfang an beginnen, weil seine Leistungen waren einfach richtig, richtig gut. Kühn darf ebenfalls von Anfang an beginnen, wie zum Beispiel Kaiser, Hansen, Musa, King, Kuhn, als auch Boot im Tor. Und damit gehen wir rein und möchten natürlich ins Finale. Jetzt die Hoffenheimer im Angriff. Arnold hat Probleme. Kuhn leider mit dem Fehler. Und damit gibt es 11 Meter nach 38. Spielminute für TSG Hoffenheim wegen diesen harten Einsteigen. Leider mal ein Fehler von Kuhn, was natürlich bitter ist, denn jetzt könnten wir in den Rückstand geraten. Boot scheitert und damit führt TSG Hoffenheim.
Moura versucht es über den Flügel, rennt den auf jeden Fall jetzt entlang. Moura bringt den rein auf Jamal Musiala, der kommt perfekt zum Ball mit diesem Volley und gleich damit aus paar Minuten später. Jetzt kommt Hoffenheim, Hanko mit Schwierigkeiten, Kuhn kommt mit dazu, jetzt müssen wir aufpassen, Boot mit den kleinen Fehler hier und dadurch führt wieder TSG Hoffenheim. Hoffenheim im Angriff, wir müssen natürlich aufpassen, Kaiser muss auch aufpassen, Boot muss parieren, das macht er auch. Jamal Musiala findet vorne Phil Foden, der war nicht im Abseits, Foden rennt vor, Foden trifft. Doppelschlag wollte ich schon sagen. Nein, Ausgleichstreffer, aber 63. Spielminute. Jetzt steht es wieder unentschieden. Jetzt Hoffenheim über den Flügel. Moura kommt nicht dran. Und dann der Riesenfehler. Natürlich ist dann alles frei. Was macht King da? Somit liegen wir jetzt zurück. Jetzt Hoffenheim im Angriff. King ist nicht da. Moura muss aushelfen. Moura macht weiterhin Druck. Und jetzt wieder der Fehler von King, weil einfach nicht da steht, wo er stehen soll. Wir liegen mit zwei Toren zurück. Foden hat ihn. Foden auf Jarki. Jarki ist frei durch. Immer noch Jarki am Ball. Jarki trifft 86. Spielminute. Der Traum lebt weiter. Porsche hat ihn, Porsche findet Foden, Foden findet Keller, Keller kommt leider nicht vorbei und damit dürfte jetzt hier die Partie vorbei sein, so ist es auch, wir sind ausgeschieden und das wegen King, würde ich schon fast behaupten, das war echt nicht schlecht für ihn, wirklich schlecht für ihn, so muss man sagen, am Anfang war er gar nicht so schlecht, so wollte ich es formulieren, ja, aber dann die zwei Gegentore, geht locker auf seine Kappe, beim ersten hat er nicht gut verteidigt, beim zweiten war er überhaupt nicht da. Ja, somit sind wir raus im Halbfinale. Es ist auch in Ordnung, aber ich wäre gerne im Finale gekommen, beziehungsweise hätte überhaupt gerne mal diesen Pokal, ja, gewonnen mit den FC Bayern München. Wer auch noch im Finale ist, ist der erste FC Union Berlin nach einem Elfmeterschießen. Die nächste Partie in der Bundesliga gewinnen wir aber wieder dank Jamal Musiala und Jeremy Frimpong mit 2:0. Bevor wir jetzt reingehen in das Hinspiel in der Champions League, heißt Viertelfinale gegen Leverkusen, die hier, by the way, mit einer 3-4-2-1 Formation beginnen werden. Ja, wolltet ihr mal unbedingt die Einstellungen sehen? Das könnt ihr gerne machen. Wir gehen dadurch jetzt schnell mal hier in die Einstellungen rein. Ich weiß gar nicht, was ich hier großartig zeigen soll. Ich spiele auf Ultimativ mit spielbasierender Schwierigkeit. Wettkampfmodus ist aus, weil ja, so viele Leute wieder dribbeln. Bei paar Leuten stimmt das, aber bei paar auch wieder nicht. Deswegen, ja, macht es nicht so viel Sinn. Hier habe ich das alles eingestellt. Alles ist eigentlich hier immer auf klassisch, bis die Clubkamera gut. Ja, ich weiß gar nicht wirklich, was ich hier dazu alles zeigen soll. Also, das habe ich hier alles auf jeden Fall eingestellt. Mehr kann ich nicht sagen. Ach so, was vielleicht ein bisschen besonders ist, ist, dass ich die Verletzungshäufigkeit ein bisschen hochgestellt habe. Sonst finde ich es persönlich zumindest ziemlich unrealistisch. Das ist einmal auf 60 und auf 52. Aber sonst, ja, würde ich sagen, ist alles normal. Auch natürlich bei der KI ist es höher, weil da sonst sich nie jemand verletzt. Also es ist eh schon selten mit diesen Reglern. Also von dem her, ja, ist es halt jetzt nun mal so. Ich habe hier sonst nichts eingestellt. Das ist alles, was ich hier eingestellt habe. Ja, ich hoffe, das passt euch jetzt so. Und ich hoffe auch, ich habe alles gezeigt und nichts vergessen. Wie gesagt, Leverkusen ist jetzt hier der nächste Gegner. Wir gehen auch rein mit unserer fast kompletten Top 11. Denn auf der Auswechselbank haben einige Spieler keine Ausdauer mehr. Weshalb, weil Werder zum Beispiel mitkommt. Kaiser wird ausgetauscht durch Clark. Als auch Riedel. Der kommt rein für Hanko. Moura macht ebenfalls eine Pause. Dafür kommt Kuhn mit. Und ja, damit würde ich sagen, gehen wir noch nicht rein, denn Kühn kommt mit, Foden geht links außen rein und Iran Kunda wird ausgetauscht durch Keller. Und damit würde ich aber jetzt sagen, wir gehen rein in die Allianz Arena und möchten uns gerne einen Heimvorteil verschaffen. Alejandro Grimaldo jetzt für Leverkusen am Ball, Boniface geht vorbei, Kaiser kommt nicht dran, wir liegen zurück. Es gibt die rote Karte nach dem Tor von Leverkusen, Arthur bekommt die und das ist auch meiner Meinung nach absolut verdient, so hart hinten rein zu grätschen. Bei Phil Foden ist damit absolut gerechtfertigt und damit
ist Leverkusen in Unterzahl. Es gibt eine gute Freistoßmöglichkeit jetzt für uns. Arnold führt diesen aus. Trent Alexander-Arnold schießt vorbei. Freistoß für uns. Van der Ven findet Reis. Reis hat ihn. Reis versucht es aus der Distanz. Jetzt kommt Leverkusen und treffen nochmal und das in Unterzahl. Das kann's nicht sein. Die Abwehr wird einfach schlechter. Kaiser findet Maximilian Bayer vorne, der nimmt diesen Ball an. Bayer rennt vor. Bayer zieht ab und Bayer schießt vorbei. Jetzt Leverkusen. Arnold hält ihn nicht auf. Immer noch Arnold, der verzweifelt an Grimaldo einfach. Und jetzt kassieren wir das dritte Tor. Wir nutzen vorne unsere Chance nicht und kassieren sie dauerhaft hinten. Jamal Musiala am Ball findet Reiz in der Mitte. Und Reiz ist frei und endlich treffen wir. Und das nach dem Treffer von Leverkusen. Ich fasse es nicht, dass wir uns so schwer tun, weil wir sind in Überzahl und das schon über mehrere Minuten, ne? Und scheitern trotzdem. Keller ist am Ball, rennt nach vorne, immer noch Keller. Keller findet Nicolas Kühn, der kommt noch zum Schuss. Doppelschlag FC Bayern München. Wir haben den Anschlusstreffer jetzt erzielt. Mara am Ball, Mara hat ihn immer noch. Mara auf Jeremy Frimpong, der läuft jetzt hier erstmal durch. Immer noch Frimpong. Jeremy Frimpong ist am Ball, Frimpong auf Keller. Keller findet Phil Foden, der trifft. 88. Spielminute. Ausgleichstreffer. Die Partie ist vorbei und was für ein Comeback war das bitte? Wir lagen mit 3:0 zurück, hatten die ganze Zeit fast eigentlich die Überhand, zumindest von der Spieleranzahl her, und dann haben wir es endlich geschafft. Und ich würde sagen, der entscheidende Punkt war einfach die Auswechslung von Maximilian Bayer, denn dann kam Mara rein und es hat ziemlich gut funktioniert und damit, ja, haben wir zwar keinen Vorteil uns erarbeitet, aber wir haben zumindest auch keinen Nachteil fürs Rückspiel. In der nächsten Partie spielen wir auch unentschieden und ebenfalls ein 3:3. Phil Foden trifft dreifach. Ja, und die Verteidiger haben es aktuell leider nicht mehr drauf, denn wir kassieren leider auch 3 Tore gegen Freiburg. Zum Schluss dieser Folge blicken wir natürlich nochmal auf die Bundesliga-Tabelle. Wir sind immer noch auf Platz 1, diesmal mit 74 Punkten und wir haben auch einen 15-Punkte-Abstand mittlerweile. Das ist überragend. Ja, damit haben wir unfassbare Möglichkeiten und könnten jetzt auch nur mit einem Unentschieden in der nächsten Folge dann Meister werden. Hinter uns dann RB Leipzig, gefolgt von dem BVB, Wolfsburg, Leverkusen, Frankfurt, Heidenheim und danach kommt Stuttgart, Freiburg, Union, Gladbach, Köln, Augsburg, Hannover, St. Pauli auf den Relegationsplatz ist Hoffenheim, da schmerzt natürlich noch mehr wegen dem DFB-Pokal und auf den Abstiegsplätzen ist aktuell Hertha BSC und Düsseldorf. Beim nächsten Mal haben wir direkt am Anfang das Rückspiel gegen Leverkusen, danach spielen wir gegen den ersten FC Heidenheim, danach folgt dann, ja, höchstwahrscheinlich, wenn wir weiterkommen, hier irgendwo das Halbfinale, dann kommt auf jeden Fall Hannover, dann folgt noch Stuttgart, Freiburg und Borussia Dortmund ist die letzte Partie und danach hoffentlich vielleicht das Champions League Finale, wir werden es dann sehen, auf jeden Fall ist dann das Saisonfinale. In der nächsten Folge, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ich hoffe, ich habe alles gezeigt, auch von den Einstellungen her, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, haut rein und ciao!